sind oder so. Ja, genau. Schlepp Steine rum. Deswegen, also habe ich schon gedacht, also dass du bist da wild mit dir. Nein. Ah, super, Oxygen low und schwindelig. Ist hier irgendwo? Nein, ja, natürlich nicht. Das Real Life beschreibt hier. Wo bist denn du? Du bist blue, gell? Irgendwo. Nee. Steht bei Möchtingen hat keinen Namen auf der Karte. Gexi 2 mehr sehe ich nicht. So, ich nehme mal einen Schluck und dann gehe ich los. Lass mal zuzeln hier. Wisst ihr, was wir machen? Falls wir sterben, joint Fufi und rettet uns. Oh ja, Fufi ist der Lebensretter. Ja, der Charakter ist aber lost. Welcher Charakter? Der jetzt geredet hat oder der, den du steuerst? Verzeiht beide. Okay. Ah ja. Und ich werde sterben. Ich komm zu dir. Bist du blau? Ich bin sicher, ob ich blau bin. Bei mir ist es auf der Karte nicht. Ich nicht ja, du bist nämlich, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Jo, passt, ich komm. Steht ja, bei mir kein Name bei dir, nur bei ihm steht. Okay. On my way, my friend. Ich finde nur kein Oxy. Das ist ein irgendwie. Das ist ja okay, Elfin, why not? Hey, irgendeine Möglichkeit gibt es dann schon. Aber es wäre doch eine Möglichkeit, dass von draußen jemand kommt und uns rettet. Jo. Oh. Okay, lol. Wisst ihr noch, ich habe vorhin ein Tier getötet. Ich habe es nicht mehr gefunden. Hast okay. du wieder gefunden? Ja, aber was ein Zufall. Schau mal. Oh. Ich hab komischerweise auf der gleichen Stelle noch jemand getötet. Huch. Ja, Wölfe fressen die Leichen. Also. Ja. Wenn du ein Tier getötet hast, kannst du auf den Wolf warten. Das findet das schon. Deswegen, das mache ich halt irgendwie nie. Normalerweise einfach kurz warten, dann kommen die Viecher an, dann kann ich sie auch töten. Aber ich glaube, das war das Reh, welches ich nicht köschen konnte vorher. Mhm, das ist ein bisschen verdünscht. So, aber einige Wölfe auf dem Weg. Aber hey, wir haben Hardcore-Mission Level 1 bis 8 hier. Weiß er nicht. Aber ich glaube, die können die. Doch, normalerweise kannst du ja Profil erstellen für die einzelnen Missionen andere Spawn-Dinger. Das natürlich auf jeden Fall, das. Ja, aber ich glaube, es geht eher darum, dass das ist ja eine Low-Mission. Und die sollen schon Low-Level sein. Aber du schlägst ja. gerade halt einfach da drin, dass du so wenig Zeit hast und Permadeath, ne? Ja. Ich habe auch vorhin eine Mission gemacht. Das war die letzte, also die zweite Wüste freischalten. Und da werden dir einen langen Bogen, der halb kaputt ist, und Eisenpfeile zur Verfügung gestellt. Wie? Feuersteinpfeile. Also, das Game ist nicht darauf ausgelegt, dass du schon an dem Punkt, weiß ich nicht, fünfte Mission oder so, Level 40 bist, sondern eigentlich solltest du dort vielleicht Level 10 sein. Was ist das eigentlich für ein Müll hier, dass ich kein Oxy finde auf dem Weg? Ah. Immer noch nicht, das oder ist was? Das ist gespawnt, gerade vor mein Auge. So. Ja, schön. Ich finde es auch okay, dass die Schwierigkeit darin besteht, dass man nicht gleich am Anfang so Steine in den Weg gelegt bekommt. Obwohl man Steine eher abblockt. Okay. So. Muss man noch zu K14 oder was? Triggern? Triggern müssen wir auf jeden Fall nachts noch, ja.
Achso, nee, das habe ich schon, K14. Das muss nicht mehr. Weil ja nichts passiert. Achso, in der Mitte beim Schneefeld noch, oder? Ist das da nachts, oder wie? Schneefeld? Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge ist. Obwohl ihr es vorhin gemacht habt. Also erstmal links unten, dann rechts oben und Schnee, oder was? Nee, links unten, dann Schnee und dann rechts oben. Und dann müssen wir jetzt hier unten nur noch das Ding machen. Okay, ich sammle ein bisschen Leder und so auf dem Weg und Fell. Okay, Ressourcen sind gleich zur Verfügung wie vorher. Oh, war das ein Böhr? Tun wir mal dieses Leder. Oh. Wie nicht getötet. Alter. Krass. Da kloppt jemand immer in die irgendwas ab. Was ist denn das für einer? Hallo. Brauchst du noch irgendwas? Habe ich auch mitgenommen. Nee. Ein Stack Schwefel. Ich bin komplett überfüllt. Ich wiege 800 Kilo. Das ist wild. Ich habe nur 2,1 Kilo kann ich tragen. Ne? So. Na, ich werde schauen, dass ich dann noch so als kleines Ziel das, die Main-Axt, also die End-Axt, das End-Messer und die End-Spitzhacke und dann den Bogen haben wir eh schon. Und dann ist okay. Aber es ist ein bisschen viel von dieser exotischen Materie, die man braucht für das Ganze. Ob du hast ihn verwundert? Da können wir in der letzten Mission, also in der Open World, können wir jetzt auf jeden Fall richtig viel farmen. Ja, wir dürfen aber nicht raus und das dann können wir nicht abschließen. Wir müssen, also ich glaube, wir könnten auch in dieser Mission hier farmen, oder? Ja, aber nicht in der 6-Stunden-Mission, oder? Ne, in der 6-Stunden schaffen wir es nicht so hoch. Ja. Aber prinzipiell. Also ich weiß nicht, ob es hier auch so eine Bodenstelle gibt. Ne, ich glaube nicht. Oder die werden erst gespawnt, wenn du scannst, dass du dann erst siehst, dass da was ist. Das kann auch sein, ja. Stimmt, weil geh mal an den Endpunkt, ist bestimmt nicht da. Bei der Mission. Ja, bei der 30-Tage-Mission machen wir das auf jeden Fall. Ja, da haben wir ja Zeit. Deswegen mache ich das sagen, auch. Da haben wir so viel, wie wir können. Also, ja. Bis wir nichts mehr finden. Deswegen mache ich es auch mit dem Twink. Und wir gehen auch in alle Höhlen und so viele wie möglich, wie wir Bock haben. Wir könnten auch so eine. Ja, dass ich halt mal so eine Liste machen, dass wir halt dann sagen, hey, die Höhlen, dann können wir sagen, ist abgehakt, waren wir schon drin. Dass halt man nicht hier mehrfach reingeht oder so. So. Gut. Ja, ein bisschen Lederfarm hier. Oh, schon wieder höre ich einen Bär. So. Okay. Oh, Wetter. Ja, geil. Das hat auch noch gefehlt. Wir sind so schnell unterwegs. Endlich mal ein paar Wetter mit einem Wetterereignis hier. Aber nur leicht. Das geht. Ja. Oh, da ist ja ein Bär.
Ich hab 74 Pfeile. Try and die oder was? Oh, hoch. Wow, okay, das war jetzt 87 Schaden. Beste von mir. 144, okay. 152. Scheiße, der einfach geht. Bei einem Baum da ist immer so nervig. Der weiß doch nicht, wie das wieder Bär lang geht. Vor allem zwischen zwei Bäumen ist er. Halbe Hütchenfahrt hier. Na, wo kommst du da? Okay, einmal noch. Aua! Ja, lol, dass du mich triffst, wenn ich neben dir bin, 2 Meter. Zweimal gehittet, aber ist okay. Dafür habe ich in meine Armor, mit der wir gesprochen haben. Oh Mann. So. Jetzt wegen dem ist es schwer. Bin. Egal. Hui. So, 6 Stunden ist schon heftiger Countdown eigentlich. Wenn irgendwas dazwischen kommt, ist doof. Stell mal vor, jetzt kommen Wartungsarbeiten 2 Stunden, so random. Die Mission geht weiter. Das wäre Team geht down. Internet weg. Jo, Internet weg, das ist geil. Ja, zum Beispiel. Ich meine, in 30 Tagen oder in 7 Tagen oder 4 Tagen kannst du, ist halt schon noch, ne? Kannst du schon noch was finden, ne? Ich verstehe auch nicht so ganz, warum die 6 Stunden nicht einfach im Game-Timer sind oder so. Ja. Und bei aber, den 30 aber Tagen das, sollen sie vielleicht, weiß ich nicht, 50 Stunden oder seien es 80 Stunden im Game-Timer, ne? Wie ist das, wenn dann halt einer die Zerd nicht mehr reinkommt und die anderen sind noch drauf, dann vergeht dir die Zeit auch. Ja, dann ist das halt so. Dann muss man halt so mit weniger weitermachen. Oder es müssen halt alle rausgehen. Ich weiß nicht, sollen die Leute sich nicht so haben? Genau, was soll das jetzt? Jetzt der Wolf. Boah, ich höre ganz viele Wölfe. Hast du getriggert oder was? Ich gehe einmal kurz hin und dann trigger ich ihn, damit wir schon mal den Wolf sehen. Hast du das nicht eben schon gemacht, oder? Nein. Das macht sie jedes Mal um 18 Uhr. Ach so, die jaulen halt nur. Okay, dass sie da sind. I see, I see. Die stellen sich halt vor. Mhm. Ah, der ist direkt neben mir, lol. Wie nah haben wir den gebaut? Der ist direkt neben uns. Jo. Hast du aber direkt schon im Kreis gebaut, ne? Fast. Ich sehe halt den Lebensbalken hier, wo ich stehe. Einfach nicht vorne vors Haus rennen. Also ja. Vom Haus rennen. Oh, kann ich jetzt gar nicht mehr laufen wegen dem Sturm oder was? Sturm ja. Und Übergewicht, ja. Genau, du musst halt. Minus, du hast mehr als 100%. Wollte ich gerade sagen, du kommst über 100%. Geil! Ja, Enzo? Ja. Macht Spaß, auf der Stelle zu stehen.
So. Kiste. Ich verstehe nicht, wann die Dinger blau werden sollen, weil sie werden einfach nicht blau. Blau gibt's eigentlich gar nicht. Ich habe auch das erste Mal gehört, dass sie hier gesprochen hat drüber. Ich kenne nur blau grün, ist, gelb und ich, rot. Nur wenn es direkt auf dem Boden ist oder sowas. Also ich kriege kein Blau. Wenn's, jetzt ist blau, da in der Map. In der Map drin ist blau, ne? Was wo? Also wenn es an die Map snappt, dann ist blau. Ja genau, dann scheint das irgendwie blau zu sein. Also dann ist das unzerstörbar oder wie? Nee, nicht unzerstörbar, aber am stabilsten wohl. Mhm. Bei der hier ist auch blau, nicht direkt in der Map. Mauer das jetzt einmal ein, bis zum geht nicht mehr. Und wenn es nicht blau wird, dann. Ja, dann ja, wir machen doch jetzt Metallwände herbeiwald, oder? Kein Problem. Machen wir gleich, ja, aber. Hier sieht man noch grün. Stein. Wichtigste ist, dass Fufi endlich joint hier. Wir machen heute einen 31er. Ja, ja, wie der. Ein 30er, ja. Ist der doch mal ein Twink? Ist da doch mal ein Twink hier? Der ist da, aber ich will mein Zeug wieder haben. Ach, hast du es immer noch nicht, oder was? Ich hab's geschafft, nochmal zu verrecken. Was spielst du denn dann für ein Spiel? Also, wir spielen Icarus, man. Und das ist so eine Mission mit so einem langen Weg. Ich. Schwefelbro. Hätte ich mal unterwegs ein Haus gebaut, aber. Ich muss mal kurz den Punkt markieren. Ich darf nicht Richtung Rot, okay. Gut, dann nicht, dass ich da mal dran gehe. Ein bisschen Schwefel brauche ich für die Oxygen-Ding da. Ich hab alles dabei. Pack Schwefel schon mal rein. Okay, ich hab noch Kürbisse. Die Werkbank. Ah ja, nice. Dann haben wir hier noch 50.000 Kilometer, Alter. Wo bist du denn? Kann ich dir entgegenkommen? Also ich bin vom Haus. Ich sehe es aus, endlich. Bin ja froh, dass ich es da nicht abbringt. Sagt das Game auch mit Absicht? Nö, ja. Ja, weil die weil jemand geklaut hat. Ich glaube, die Affen waren das. Willst du was abschmeißen? Ja, wird dir nichts bringen. Ach so, bist du bin so, ich wieg 628 Kilo. Okay, na gut, dann lohnt sich das wenigstens. Hast du mal über eine Diät nachgedacht? Nee, nicht so. Er fühlt sich wohl in seinem Körper. Lass ihn. Ja. Jetzt kommt das! Jiri! Ah ja. Ja, ist doch so. Ja. Marc, wir werden eine Sauerstoffflasche bauen. Wäre mega. Ich muss mir auch noch eine bauen. Wird gebaut. Hast du deine auch nicht dabei oder was? Enzo? Nee. Ich hab Modul mitgenommen stattdessen. Achso, wird gebaut. Sind zwei gebaut. Ich finde Movement Speed wichtiger als. Endlich. Da du ja Movement Speed nicht auch in-game bauen kannst. Das wäre natürlich cool, wenn du so im T4 vielleicht noch Module bauen könntest. Dann musst du keine mitnehmen. Könntest du da irgendwie dich anders entscheiden? Wir haben noch keinen Steinofen. Ja, jetzt aber schnell hier, ne? Ich bin hier seit dreiviertel Stunde unterwegs. Was mir auch auf den Sack geht, ist der Reload-Bug mit dem Bogen manchmal. Ja, der ist bei mir vor allem beim Bosskampf sehr oft gewesen. Also das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, das kriegt mich. Mit der rechten Maustaste ist er öfters. Wenn du gar nicht anvisierst, dann ist es okay. Nicht so schlimm. Tach. So, jetzt sehen wir was. Ja, ist schon ein bisschen. Ja, haben wir 80 Tage vorher gefeiert. Beste. So. Mal gucken hier. Was haben wir denn da Schönes? Achso, ich muss meine Flasche. Was tut's denn hier? Wo ist sie denn? Ach, nicht so voll. So, Mörser ist auch schon da. Gut, dann tun wir das dahin. Zack, zack.
Karotten. Die kommen wir hier rein noch. Das Fleisch ist fertig. So viel Karotten und Kürbis auf dem Weg gefunden. Ja, dann mach, tu sie doch nicht grillen. Ist doch. Geh doch eh kaputt. Mhm. Die Kürbis und Karotten finden wir schon noch. Karotten gehen nicht kaputt, nur mal so. Ich, ja. Solche. Nach dem Grillen leider schon. Ich baue mal 3 Schlafsäcke, dann können wir pennen. Hm. Ich habe viel auf dem Weg gejagt hier. Es sind super viele Tiere hier. Also Wahns oder wie auch immer. Können wir noch einen Stein aufbauen? Ich glaub, Steine habe ich nur noch 6. Ja, da reicht's perfekt. Wir brauchen 12 Holz und 6 Steine. Noch die Betten bauen. Umlegen. Ich habe den Skill dafür noch nicht. Holz. Hast du Holz? Nein. Oh, komm, wir pennen erstmal, dann können wir das machen. Gute Nacht. Guten Morgen. Oh. Na, der Vieh ist eben in dem Feuer, das Ding. Nicht so gut. Die Hütte ist ein bisschen klein, oder? Für Tech 4? Wir können ja bis zum Boss ausbauen, wir können ja mit da wohnen. Dann kommt da gleich noch was. Wir müssen ja, wollten doch eh auf Stein abbrennen, oder nicht? Oder auf Alu. Beton? Zement. Was ist, ist ja Beton. Ich wollte nur irgendwas Cooles sagen. Ich weiß nicht, ob wir da so krass gehen müssen. Wir können mal schauen, was passiert. Ja, der wird genauso sein wie eben. Ich will nur nicht aufgehen, das ist halt das Ding. Ich habe halt keinen Bock, dass wir doch irgendwie sterben. Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall viel, viel Fleisch mitnehmen zum Gegenhalt. Ich habe eben auch viel Fleisch gebraucht. Genau. Waffhut mit Live-Rack wäre jetzt mega. Könntest du mir 12 Holz geben? Ja. Ich habe hier 200, 300 Holz reingelegt, okay. Wie du willst. Textilienbank habe ich schon gebaut. Steinhochofen. Steht noch keiner? Können wir jetzt ein paar bauen, oder was? Hast du noch keinen gebaut, Enzo? Oder wolltest du bauen, gell? Ach, du baust keinen. Das ist gerade die Mission. Okay. Ich hol noch Steine, dann klatscht man noch einen. Ja. So. Du hast eben Bock, ne? Sonst bringt das halt wirklich viel, wenn ich dann drauf rumklappe. Ich bin immer noch nicht. Ja, ich hab mal nicht verstanden, für welche Mission machst du denn? Die haben wir doch auch schon gemacht, oder? Was musst du da tun? Das Signal auf den Wasserfall stellen. Ach so. Oh Gott, das ist ewig Latscherei. Aber eine der geilsten Missionen. Aber ja, wirklich viele Bären auf dem Weg. Nee, das war auch vorher schon so krass. Die Mission. Also als Enzo und ich da waren, haben wir so uns durchgekämpft. Es waren so viele Bären, ja klar. Das war eine der geilsten Missionen, aber... Wenn der eh mal die Viecher nicht rechtzeitig siehst, sind es solo unterwegs. Ja klar. Ich hab die Mission dann relativ simpel gemacht. Ich hab einen Bogen gebaut. Keine Pfeile, nur einen Bogen. Bin dorthin gerannt, hab das Ding dorthin gestellt, bin zurückgerannt. Geht gar nicht. Ja, dann ist das nicht die Mission, die ich mache. Ja, du machst immer irgendwelche komischen Missionen, hä? Weil so. Du musst hier über den Berg drüber bauen mit Rampen und so. Ja, genau, musst du auch. Sonst kommst du auch nicht durch. Muss man da noch mit den Rampen bauen? War das nicht eine andere Mission? Okay. Nee, also genau. Sumpfgebiet entdecken war mit den Rampen bauen. Dann habe ich noch Rampen gebaut. Jetzt haben wir die erwischt. Lügner. Und du kommst durch die Wüste ohne Bogen mit Pfeilen gar nicht durch. Es sind so viele Tiere und auch die andere Passage,
Du hast so viel Bären, wie er gerade sagte. Es kann durchkommen ohne Pfeile. Ja, also war aber eins von mir auch so. Es war aber eine super geile Mission. Die Mission nochmal zu machen und einfach nur zu beweisen. Ja, aber die ist ja eh wieder so weit irgendwas verkackt. Das ist ein komischer Account. Ja, also ich habe sowieso so den Cheater-Account. So einen Entwickler-Account, wo alles erleichtert wird und danach ist es halt nicht das richtige Spielerlebnis. Ich pack mal hier ein bisschen Eisen drüber in den anderen. Wir brauchen, glaube ich, eher Eisen erstmal. Für den Amboss. Ja, ich würde sonst einmal in die Höhle laufen und nochmal Eisen holen. Ja, let's go. Ich bin auch ready. Jo, ich tue auch gerade umsortieren. Okay. Let's go. So. Achso, ich hab. Frag mich, wenn wir uns wirklich mal vorbereiten und überlegen, was genau wir brauchen, um auf T4 zu kommen. Und das genau farmen. Wie schnell man wäre, um, sag ich mal, jetzt, weiß ich nicht, vielleicht die Rüstung zu bauen und. Aber welche Höhle, wo? Die beiden Doppelhöhlen wieder, würde ich sagen. Die sind hier, glaube ich, die ersten, oder? Ja, ne? Noch andere. Bei Blue? Bei Blau. Blue One, okay. Let's go. Wie hier? Ah, ne, hier oben ist auch eine Höhle. Warte mal. Hier soll eine sein. Hast du jetzt alles gemerkt, oder was? Da ist doch eine, ich weiß, dass da eine ist. Das ist ja voll schicklich. Dann lass ab zu grün. Dann ab zu grün. Also scheiße, wieder umdrehen, oder was? Hä? Durch den Boss durch? Ja klar, genau, da waren wir doch Enzo, das waren doch die zwei Höhlen, wo wir waren, klar? Ich weiß. Stimmt, da waren wir doch. Bei unter J15 ist auch eine Höhle. Direkt, hier sind direkt zwei. Ja stimmt, da waren wir doch. Ja, aber diesmal jetzt klappt. Ich mach's diesmal als Safeplay. Und baue mir überall zwischendurch kleine Hütten. Ja, aber die Mission ist schon, dort schon lange. Je nach Tier und allen dort ist schon lange die Mission. Ich könnte schon durch sein, wenn ich nicht probiert hätte. Ja, klappt schon so easy und mir nee, irgendwo zwischendurch einen Respawn-Punkt gemacht hätte. Ja, macht da keinen Stress. Genießt die Mission. Die Mission ist echt cool. Die ist weiter rechts. Die Mission ist echt geil. Die ist echt schön, ist eine der schönsten Missionen, fand ich. Anspruchsvoll und schön. Du kannst mir jetzt noch eine Freude machen. Vier. Indem du sagst, man muss zurück zu seiner Kapsel. Achso, nee. Ausnahmsweise muss man nicht zurück zu seiner Kapsel. Das ist die einzige Mission, sonst geht's bei jeder. Ist doch klar. Da muss ich mich ja rückwärts wieder über den Berg bauen und alles. Ach, na klar. Oder du lässt das so einfach da. Ist aber schön mit dem Progress, wo du über den Berg bauen, dann dahin gehen, dann hast du diesen einen Wasserfall da. Dann musst du zurück. Also ich fand die Mission schön. Hat ein bisschen gedauert, aber sehr schön. Es ist halt geil gemacht, dass du diesmal wirklich auch mal wo drüber bauen musst. Ja. Und so. Und genau, das ist ja nicht so. Die ganzen Tiere eigentlich. Aber. Ja. Das ist echt eine lange Mission. Sag mir einfach so, ich habe nicht damit gerechnet, dass es in dem Spiel tatsächlich Missionen gibt, die für Anspruch sind. Sagte derjenige, der auf leicht drin ist und wir sind auf Ultra drin. Ich verstehe. Also Hardcore. Ist ja okay. Ich glaube, deine ist sogar Medium. Ja, aber die Mission ist geil. Ach, hört mich übel an. Übel geile Mission. Ich habe da mit Enzo Seite an Seite gekämpft. Damals konnte ich ihn noch leiden, weißt du? So. Ey. Das ist ein Stück da. Du spielst die Mission ja auch immer mit zusätzlichem Handicap. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Weil ich mitspiele? Hm? Ich dachte eher Enzo. Achso, der ist ein super Typ. Oder wer war das, der immer Häuser anzündet? Ah, nee. Technik. Der ist der Affix. So, wie drei Kumpels hier in der Höhle meinen, was das Zeug hält. Gefällt mir. Nachts um 3:46. Hör doch auf, noch habe ich keine. Ich sag euch sowas von, dass ich hier nachher auf dem Rückweg von Höhleneingang zu Höhleneingang laufe, bis ich irgendein Loch finde. Was sagt Goku? Also, jetzt bitte. Findest du gar keins.
Mach doch dann die Mission richtig jetzt hier. Wenn sie das rausgepatcht haben, dann sind das nicht mehr meine Freunde. Waren das jemals deine Freunde? Ich fand die schon cool, das Game gefällt mir, ja. Der Dean-Kumpel und so von dir? Deswegen habe ich auch gesagt, ich werde mir ja, siehst du, das wollte ich gestern schon machen. Ich werde mir auch dann doch die Founders Edition holen. Also ich habe letztens den Dean in der Halle getroffen. Weil das Spiel an sich nicht schlecht ist. Ich muss sagen, dass so länger ich das Spiel spiele, desto eher überlege ich das auch zu machen. Gute Spieler gehören finanziell sofort. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist zu teuer. Lieber noch zwei Wochen Nudeln essen für den Preis. Weißt du. Komm, da kommen wir hoch, oder? Ja, komm. Fast. Geduckt. Ja, von der anderen Seite, glaube ich. Ich habe dafür zweimal die normale Version geholt für den Server. Für den Server nein, und das nein, ist, glaube ich, Support genug von meiner Seite aus. Ich meine den Wolf. Ne? Entschuldigung, das war ich gerade. Gerade kurz vor dem Ziel hätte mich hier ein Wolf gesnackt. So. Scheiße, ist überfüllt hier, verdammt. Gar keinen Bock. Warte, komm, ich nehme alles mit. Schmeiß alles raus, könnt ihr dann weiter zum nächsten Höhle gehen. Kann ich. Achso, das ist wieder das obere Ding da. Ja. Der Bär da? Nee, ne? Ich hoffe doch. Du bist auch so ein richtiger Anti-Mädchen. Scheiße. Sag dir der nicht unsere Mission ist. Ah! Also, du kannst mir doch jetzt nicht irgendwas zu einfach machen hier. Kannst mir nicht so einfach machen hier. Jo. Lungenentzündung habe ich auch schon. Wo bist du? Ich bin noch in der Hölle, ich klopp noch ein Eisen. Ah, wo ist denn die andere Höhle? Die müsste irgendwo dort sein. Warte mal, ich guck's selber. Also. Wir sind. J15. Da. Bin mal noch bei grün. Kann man die beiden Eisen. Ach egal, das ist das Springeisen. Okay, ich komm raus. Ach, weiter rechts. Okay, ja. Na. Jo, noch ein Weg. Ich habe ja nur gar keine Ausdauer. So klein der Balken, heftig. Willst du langsam zurückgehen oder was? Ja, gib alles her. Dann. Danke. Nicht so Dank. Kommt uns allen zugute. Ja, schon wieder ein Bär. Gehen wir jetzt zu der Höhle rechts hoch da, oder was? Rechts hoch zum Berg? Grün, grüner Punkt. Ach, links ist das. Okay, weil hier rechts beim Boss war. War rechts von K15 nicht auch einer, oder bin ich da verwirrt? Rechts K15, nee. K15 ist keiner. Okay. Nur K14 dann. So, dann ist das schon die auf dem Berg. Jetzt gehen wir einfach runter. Ah ja, stimmt, wir sind von oben runtergekommen, unter J15. Okay. Jo. Wir hatten die Base da oben hingebaut und dann mussten wir einfach gerade aus der Höhle laufen. 4 Meter. Hab ich jetzt alles von meinem Equipment wieder mit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wo ist der Bär? Mit dir hab ich schon eine Rechnung offen, die klauen. Ja, dann bezahlt sie ihm doch hier, PayPal und so weiter. Geht doch. Ist ja kein Pornbär. Nur bei Porn ist es ja gibt's Probleme, haben wir ja festgestellt gestern. Oder wie? Wie war das heute früh? So. Oh, da gibt's sogar Goldi. Warum hat man auf dem Rückweg eigentlich immer Sturm, wenn man völlig überladen ist? Damit ist die Frage beantwortet. Weil du Sturm überladen bist. Der Sturm mag das. Wo ist Gold? Geradeaus. Ganz da hinten oder nicht? War das nicht auf der Ferne, als ich reinkomme, habe ich was Goldenes gesehen? Kann auch irgendeine andere Spielung sein, aber ich dachte, da ist Gold. Das ist nicht? Ich hätte noch ein Gold.
Dann hast du vielleicht da abgebaut, gerade als ich reingekommen bin. Okay. Vielleicht kann, ich habe vom Höhleneingang unten Gold gesehen und da dachte ich, hey. Cool. Könnten doch mal Kumpel sein und eben jetzt einfach ein neues Dropport hier runterkriegen. Ja, das ist zu teuer. Das geht nicht. Hey, so wenig Ausdauer hier. Anders ekelhaft. Ich habe auch noch die geile Axt, die halt auch noch zusätzlich Ausdauer mir klaut. Ich habe schon die bessere. Dafür habe ich den Bogen, ja. Den Bogen habe ich auch. Ja, so viele Punkte hatte ich nicht. Ich habe den heute Mittag noch gegrindet, ja. Achso. Ich könnte noch so ein Item kriegen, wenn ich noch 26 Punkte mit dem anderen Char bekomme. Ich habe nicht so oft diese Mission gemacht. Ich habe die halt, keine Ahnung, mit dir zweimal gemacht. Ich glaube, mit den Jungs auch nicht. Zweimal. Also, der Bogen lohnt sich einfach nicht. Keine Ahnung. Ich finde den toll. Ja, ich finde den auch toll, aber der Brett, der ist halt begrenzt, wie viel Zeug du mitnehmen kannst. Ach so, ja, okay, das ist natürlich was anderes. Ich habe jetzt dafür zweimal fünf, also ich habe 10 Slots mehr. So. Also ich finde, durch diese zwei, drei Höhlen können wir uns locker auf Tech 2 hochstufen. Also, sind wir schon stark. Boah, diese Ausdauer. Ja, ein bis zweimal die Woche, wenn es sich vom Content her gibt, ein bisschen Karo spielen oder einmal die Woche die Mission abhaken. Passt das ja. Alles schon genommen? Ich glaube schon, ja. Gut, dann kann ich hier vorne auch. Was ist abgelaufen? Fleisch ist abgelaufen, okay. Kann ich auch hier das Aluminium mitnehmen? Jetzt überfüllt. Ah ja. Bist du auch überfüllt? Schon lang. Ja, dann passt das soweit. Da oben ist noch, muss man schauen, ob wir irgendwo hinkommen. Ich glaube sogar von der anderen Seite so ein bisschen. Ach, da ist auch noch Kohle im Moment. Why not? Ich werde vielleicht auch so einen komischen Impfstoff mal halt gönnen. Was kostet zur Herstellung? 50? 100. Ich habe einen gekauft, aber ich kann es nicht mitnehmen. Der. Aber auch hier einen Slot, was super ätzend ist. Ach scheiße. Fände ich cool, wenn du den auch anwenden könntest auf dem Raumschiff und direkt mit dem Buff startest. Na. Wenn du so den 10.000er Buff hast, dann hält sich das sicher eine Weile. Ja. Ja, aber ich meine einfach den. Was kostet denn der zweite? 50? Auch 400. Also alles kostet, also der erste und zweite kostet in der Forschung jeweils 300 und wir kaufen jeweils 100. Und der vierte, ach, der dritte kostet dann so. 1000 und 250 Zotex und 750 und 250. Okay. Ja, dann den ersten. Meine ich, ja, wo ist jetzt die Base? Irgendwo hier, oder? Die Base ist blau. Ja, da, bei grün. Ist die nicht. Achso. Okay. Gehen wir hinten rum oder was? Unten hinten? Ja, okay.
So. Ob dieses Kriechen immer so toll ist, weiß ich ja nicht. Und du hast jetzt immer zwei Speed-Module drin, oder wie, Zero? Jo. Ist 10% zu krass? Ja, sind halt nochmal 10%, ne? Das ist halt, du hast das summiert sich ja alles auch nach und nach. Man könnte sogar noch die Stoffkleidung nehmen, dann hätte man nochmal 10%. Ist das 10% von dem Speed, den du eh hast? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt einige Sachen, die sind, die addieren sich, und andere Sachen multiplizieren sich. Also die Exotic zum Beispiel und ich glaube der Bogen. Das sind zwei Effekte, die multiplizieren sich. Denn Prozent ist ja von dem Speed, den du hast, und dann die 5% nochmal von dem, was du hast. So dann mehr als 10. Ich weiß nicht, was sich alles multipliziert darum. Das ist, also ich glaube zum Beispiel die Module, ich kann das ja einfach mal austesten. Die Module sind, ich bin jetzt bei 408. Wenn ich da 10% rausnehme, bin ich bei 372. Das sind 36. Das heißt, das ist 10% von dem, was ich habe. Ganz grob. Also die Module sind multiplikativ. Wenn ich den Bogen ablege. Ja, genau. Bogen habe ich noch nicht auf dem Charakter. Sekunde. Kampfbogen. Das sind bei 5% 18. Das heißt, das wären dann 36, ne? Ja, 36. Das heißt, das ist auch fast multiplikativ. Es scheint wohl einen Grundwert nochmal zu geben, der sich nicht verändert und der... Ja, es ist immer von deinem festen Charakterwert ausgehend. Nehmen wir an, du hast... Also, ja? Achso, ja. Wenn gut, ich jetzt rein mathematisch halt. Daran gehe, dann gehe ich davon aus, dass du einen Wert hast, sagen wir 100. Machen wir mal 100 einfach, genau, ist am einfachsten zu rechnen. Du hast dann 10% mehr durch den Bogen, das sind dann 110. Dann hast du nochmal 10% mehr durch die Module, das sind aber nicht 10 mehr, sondern 11 mehr, weil du die 10 mit 10% vom, 11 vom Bogen, ja, klar. Dann kommen am Ende aber anscheinend nochmal irgendwie plus 20, einfach nur flat 20 drauf. Okay. Weil du anstatt von 408 nicht 41 oder 40,8 dazu kriegst, sondern 40,08, also na, egal, sondern du kriegst nur 38, also da ist nochmal irgendein Flatwert, der hinten dran gerechnet wird. Ich hab den Boss gepult, glaube ich. Oh, einfach weglaufen, nicht zum Haus. Ja, du bist slow. Ja. Ups. Sterben? Nee, der S bewegt sich nicht. Nee, ich hab. Das ist okay, die Musik kommt. Kann bei mir auch. Wenn du ganz nah am Rand vorbeiläufst, kommt die Musik, aber der Boss bewegt sich nicht. Den Boss kannst du von unserem Haus aus begutachten. So, ich komme euch mal carry. Sehr gut. Alles gut. Ich hatte mich auch erschreckt. Scheiße, die Musik, dann habe ich angeschaut, okay, der bewegt sich nicht. Und es war nur die Musik, weil ich in der Zone bin. Jo, bitte? Die Entwickler sind übrigens. Five-Head. Ich mag es noch ein bisschen weniger. Warum? Die File-Stacks sind tatsächlich jedes Mal 25 Aid-Slot. Ich sag das doch. Klar. Ich denk doch schon so wie die. Natürlich sind die so. Warum stackt das nicht auf 100 doch, wie alle anderen doch? Weil das halt einfach so ist. Damit du nicht so viel mitnehmen kannst. Wisst ihr? Ich hab heute recht behalten. Schon wieder. Erneut. Ich kann mich so richtig reinversetzen hier. Mein Brain ist Deans Brain. Also, die Pfeile, die du kaufst, kannst du nur bis 25 stacken. Ja, genau. Natürlich. Ja, wenn du da 100 mitnehmen willst, nimmt das 4 Slots weg. Ganz ehrlich, wenn die Ausrüstung 2 oder 3 Plätze nehmen würde, also die Armor quasi, dann würde ich sagen, sind die Plätze angemessen. Dann kann man nämlich wirklich entscheiden, was man mitnimmt. So ist es echt ein Krampf, weil eigentlich ist die Ausrüstung... Musst du haben. Solange du nicht im Eisgebiet bist, ist es eigentlich nicht nötig. Lol, aber im Spiel kannst du dann Konsum-Stack machen und dann stacken die auf 50 hoch.
Mhm. Ja, dann stacken sie wieder wie normal 100. Ja. Ja, 50 sogar noch anscheinend. Ne, auf 100. Ach doch, okay. 75. 75 habe ich jetzt mit. Mach den Boss jetzt mit dem Pfeil. Einfach direkt spawnen Boss. Der Boss kommt. Ich hab den Boss gepult. Lauf aus dem Bereich raus, ich will nicht in den Kampf kommen, ich geh mal weg. Wir werden alle sterben. Nee. Du bringst ja halt alle zu uns, ja doch. Wie hast du den zu uns gebracht? Muss ich euch jetzt gleich retten? Nein. Nee, also die verfolgen mich zwar, aber ich kann noch weglaufen. Ja, tot. Ma war kaputt, aber da war. Was zur Zeit? Nix. Nicht im Stream schimpfen. Ich heb dich gleich auf, so genau. Ich hätte gern gewusst, welche Sprache das ist. Das war cool. Italienisch, schätze ich mal, oder? Ah. Egal, was er gesagt hat, ich distanziere mich davon. Wird da keinen Ärger kriegen. Das war bestimmt was Nettes. Ja, glaube ich. Ist Kampf resettet? Kann ich zurück? Ja. Okay, na gut. Ja, ein bisschen. Italienisch, das war. Ich spreche auch wenig, glaube ich. Also, bis auf die Italiener. Das war jetzt unblöd aus, also ich spreche. Ah, ach so, ich verstehe. Zero. Der steht einfach mittendrin, Alter. Zwischen 100 Wölfen einfach. Was machst du denn? Ja, ist doch. Was ist denn? Krieg. Wo ist dein Problem? Sie sind dort. Ich wollte dich retten. Wen muss ich jetzt retten? Niemanden. Die Wölfe sind tot. Wir bräuchten eine Schlachtbank, das wäre mega. Ja, kann ich bauen, wollte ich schon bauen. Kein Problem, wird gebaut. Weil dann kann ich nämlich alle Wölfe da einmal raufschmeißen und dann haben wir die Leder. Genau. Ich habe auch noch keinen Rucksack. Stimmt, das fehlt mir dann. Awesome! Einfach erwähnen das Ganze, was wir machen. Wo ist denn hier Platz? Hat jemand schon das Kernglas gekauft? Nee. Der Werkbank, das bestimmt. Nee. Oh, krass. Kumpel von mir hat das gemacht. Meint, ist ganz cool. Bringt was, halt nicht was viel. Was sieht man damit? Es ist halt ein tatsächlicher Zoom. Es ist nicht einfach nur ein geringerer Bildausschnitt oder irgendwas, sondern es ist wirklich Zoom. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie viel. Wisst ihr, da haben sie wieder an die Leute mit Sehschwäche gedacht. Das fängt ja schon wieder damit an. der Typ. Ich glaube nicht, dass es deswegen ist. Hast du jetzt das Scanning Bench gebaut gehabt, Kix? Na klar, die steht schon da. Ich bin schon am Häusen. Ich kann dir nicht häusen irgendwie gerade. Macht das jemand anders? Irgendwie nicht. Nee, geht echt nicht. Einfach Noobs. Ich kann es hier umsetzen. Ich schmeiß die Wölfe mal vor die Tür. Ich meine, da so hin. Ja? Ich kann ja nicht mal aufheben. Geht am Bug. Ja, wir können ja öfter so Wölfe farmen, oder? Jungs, mal. Da ist sogar noch ein Wolf bei den Wölfen. Hm? Es ist ja relativ eng. Was denn? Wir können es gleich größer machen. Wir sollten, ja. Ah, die Wölfe gehen nicht, weil das sind Rudelwölfe. Ah, und kein normaler Wolf. Okay. Verständlich. Dann nimm sie so auseinander. Da hat dein Freund wieder mitgedacht, ne? Ja, damit du nicht endlos farmen kannst. Wobei ich es eigentlich schade finde, weil wenn du dir die Mühe machst und die Viecher farmst, dann finde ich das eigentlich. Dann nehme ich den Wolf, der geht. Ja, aber also ohne Witz, Wolf ist Wolf, wird einfach rein in die Bank, normalerweise. Ja. Aber okay, wir wollten es ja schon exploiten, ne? Der Dean hat sich das halt anders vorgestellt. Der hat sich gedacht, in der Halle machen wir das nicht. Ohne mich. Jetzt genau, ist immer noch genug Leder, muss man sagen. Na klar. Hier liegt auch noch einer, kann man auch nochmal nehmen. Noch einer? Ne, das war alles. Mensch, wo wird euer Haus? Aber wenn wir den Boss schon gepult hätten, hätten wir schon machen können, oder? Ich meine, bei Green. Ja. Also, ich meine, die. Das ist ja auch schon wurscht. Damit wir einfach mal testen und nachher ist es egal. Geh, machst du die Mission raus. Und das ist jetzt hier richtig krass Hardcore, oder was? Ja, wenn du stirbst, das war's dann. Ripp, für immer. Das ist gut. Also, wir können uns retten gegenseitig, aber wenn alle sterben, sind wir alle weg. Tot.
Da suchen wir uns einen Geldgeber, der hier kommt uns jetzt. Wer ist ein Bankhahn der Wächter? Was? Ach, das ist der Böse, ja, stimmt ja. Ach so, das meinst du. Require Shelter hier. Das Ding schmilzt nicht mehr. Was passiert? Die Tür ist offen. Das ist egal. Ihr habt Fenster und Tür, jetzt zieht die Luft durch. Aber. Das war aber vorne auch schon. Jetzt läuft's wieder. Weil ich in der Tür stehe. Ja, dann bleib mal da stehen. Die Tür. Ich hab noch nie eine Tür im Haus gebaut. Ging trotzdem immer. Und doch, schon hab ich schon gebaut und nicht benutzt. Hat jemand von euch Knochen? Ja, du müsst auch in der Bank stehen. Nochmal Bosspullen oder was? Nochmal Wölfe oder wie? Ja gut, dann brauche ich jetzt nicht erweitern, dann macht ihr gleich die Erweiterung aus Stein, oder? Ja. Gut. Gut, gut, gut. Brauchst du dafür irgendwas? Boah. Steine, Holz. Nägel. Leder. Nee, noch ein bisschen Leder reinpacken. Leder. Holz packe ich dir rein. Nägel machst du wahrscheinlich schon. Ja, sind schon einige drin. Mach hier mal noch ein paar mehr Nägel, weil ich will auch noch Messer herstellen und sowas. Bauen wir bis Stufe 4 hoch? Ja. Vielleicht 3 oder so, ne? Ja, 3 reicht. Ich bin ja immer noch 2 Fan. Ja, also ich weiß nicht. Also ich bräuchte Stahl, Glas und Epoxid. Was? Willst du Glas ausbauen? Alter, Alter, wir sind hier in einer 2-3 Stunden Mission. Sollte kein Glas ausbauen. Genau, sollte nicht ins eigene Glas ausscheißen. Hast du recht. Warum haben wir 2 Amboss-Dinger? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hab keins gebaut. Deiner hat noch einen zweiten anderen gebaut, aber egal. Ich wollte mir halt den Kaffee machen. Ach so. Das ist natürlich geil. Oder ein Amboss. Ja, ist ja gut, ich esse ja schon was. Jetzt ist mal, Mensch, Survival-Spiel. Den Stein jetzt hier. Zero? Mhm. Kannst du mir kurz sagen, wie viel Schaden das an dir macht? Sekunde. Das siehst du doch, wenn du das siehst du doch, wenn du haust, kann ich gerade sagen. Das ist du doch besser als er. Ja, okay. Nein, meine Spitzhacke ist kaputt. Ich habe gar keine mitgebracht, sonst würde ich euch ja helfen. Ich kann dir meine geben oder nur Stahlspitzhacke, was du willst. Eisen reicht doch. Meine ich Eisenspitzhacke. Willst du Eisenspitzhacke oder nur noch meine Spitzhacke? Ich mache mir schnell eine Eisenspitzhacke. Was brauche ich denn dafür noch? Leder und Holz habt ihr doch bestimmt immer mehr. Nee. Ihr habt den Leder? Hier, warte, pass auf, ich habe hier schon mal eine Spitzhacke für irgendjemand. Genau, nimm die gebraucht. Super. Liegt immer mal. Hol jetzt einfach ein paar Wölfe. Ich guck mal, hier vorne läuft doch. Hier vorne läuft doch ein Hirsch. Ich farm noch ein bisschen Tiere. Ich habe schon wieder 100. 193 Leder. Hey, 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 hey. Hirsch. Aber machen wir als Challenge, dass wir das mit Steinpfeilen machen? Den Boss? Uff. Ja, genau, deswegen habe ich 100 Carbonpfeile mitgenommen. Ja, siehst du? Was ist das? Sag ich doch. Böse Musik. Ja, im Moment, wenn du in den Bereich kommst, ist immer böse Musik, ja. Eine Schlachtbank? Ja. Jawohl. Stimmt, ich muss mal einen Sack muss ich mir herstellen, als ich hier noch schneller bin. Steht hier hinten. Silizium braucht man gar nicht, oder? Wenn ich schon auf dem Weg hier bin, brauchen wir null, oder? Brauchen wir für irgendwas da? Schwefel, Silizium? Ich glaube nicht. So. Braucht man nicht noch Höhlen ausräumen oder haben wir alles?
Also müssen wir noch? Ganz grob sagen, wir haben alles. Okay. Ein bisschen Tiere jagen, aber... So, jetzt habe ich alle auf dem Weg hierher. Kann ich noch hin? Wo bin ich überhaupt? So. Ja, ich... Achso, der Boss hat nur ein bisschen mehr Leben, schon am Anfang, gell? Oder waren es alle Tiere? Diese Pluszahl da. Alles hat Leben, mehr Leben.